Einen wunderschönen, Alter, einen wunderschönen guten Morgen, wollte ich eigentlich sagen. Ja, heute ist der erste Tag von zweien. Heute sind wir in Berlin zu Slipknot. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So, also, wer Slipknot sagt, wirklich, er kommt auf den Bock gespannt und batsch, batsch. Nee, ich sehe fürchterlich aus, ich mache halt die Gurken, so ein Trafo. Und ich bin sehr gespannt auf das Konzert. Natürlich geht es mit dem Meister Arschfotze hin. Morgen geht's zu Kiss, auch in Berlin. Ich bin sehr gespannt auf beide Konzerte. Und ja, das wird wild, weil Slipknot ist eigentlich schon sehr, sehr wild. Ich würde alles geben, um auf ein Konzert zu kommen, aber die sind leider dieses Jahr nur auf Tour bei Festivals in den USA. Jonathan, bitte fick mich. Aber bevor es losgeht, noch die ganz wichtigen Sachen im Leben. Und zwar die Zone. Ein Compré. Yeah, yeah, yeah. Alter, es ist eine Wärme. Boah, das ist echt brutal. Okay, so, jetzt geht's nach Berlin. Wie oft ich schon in Richtung dieses Bahnhofs gelaufen bin, das ist einfach faszinierend. Aber man kann doch einfach nicht oft genug unterwegs sein. Eingetroffen in Berlin. Und hier kommt er schon. Meine Eintrittskarte unter die Bühne bei jedem Konzert. Ich grüße Sie. Sie sehen sehr frisch und motiviert aus. Weißt du eigentlich, was die Gemeinsamkeit von Slipknot mit deinen Videos ist? Beide bringen eindeutig zum Ausdruck, dass Menschen mit Scheiße gleichzusetzen sind. Du gehst wirklich so auf das. Ich habe keine Unterhose an. Ja, ich habe keine Marken an. Ist doch perfekt. Ja, ja. Das ist keine Marke. Stabil auf jeden Fall. Ja, okay. Warum haben wir nicht teilgenommen? Hier wird jetzt gespeist auf euren Nacken über die Insta-Story. Und wenn es den Vögeln schmeckt, dann muss es den Menschen auch schmecken. Es ist so unfassbar heiß. Vielen Mastdarm für das Essen. Was denkst du, schaffe ich's? Ich bin gespannt. Mahlzeug. Ja, es wird hier vom Feinsten gespeist und gesoffen. Der erste Pitcher heute wird sich direkt einverleibt, weil mein Gedärm entleert. Junge, das ist viel zu stilvoll. Junge, ich sehe aus wie ein Obdachloser. Ich bin obdachlos. Currywurst leider mit Darm. Aber es ist schmackhaft eigentlich. Ja, doch, doch, doch. Ja. Ja, also man kann es essen. Bier ist viel wichtiger. Bier! Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. S-Bahn Wut, findet ihr S-Bahn gut? So, wir sind mal bei der Warschauer Straße, nicht nur um Techno zu hören und bis um 10 wach zu bleiben, sondern da hinten in die Mercedes-Benz-Arena zu gehen. Ja. Irgendwie ist der Weg sehr mystisch, weil uns die ganze Zeit Leute entgegenkommen. In Fankleidung, aber wir werden es schon schaffen. Meister Navigationsgust. Alter, diese Hitze macht mich so fertig. Ich brauche dringend mehr Bier. Jetzt gibt es eine schöne Obdachlosen-Mische aus dem Aldi, bevor es losgeht. Das ist der gottverdammte Lifestyle. Mir wird schon schlecht, wenn ich das überhaupt sehe hier, aber das ist schon ein Brunnen, der seinesgleichen sucht. Es ist übrigens sehr praktisch, diese Deckel hier dran zu machen. Das ist für Leute wie mich. Und einarmige. Oh nee, ich. Ach Gott, doch, doch, das wäre jetzt sehr unangenehm geworden. Okay. Ich habe jetzt gerade wirklich festgestellt, ich will auf keinen Fall obdachlos werden. Du Pennerbombe. Fuck you, bitch. Vielen Dank fürs Reinschmuggeln der Mische. Ich würde die jetzt gerne vernichten.
Jetzt schon? Ja, jetzt dringend. Dann greifen Sie in meine Tasche rein. Ah, Junge, du Sau, du. Ah. Oh ja. Ja. Es ist sehr schön, dass ich lag an wurde, der dich nicht gesehen hat. Das ist traurig. Ja, das liegt an meiner Frisur. Ich habe schwerwiegende Probleme. An dieser Stelle Metal. Metal, Leute. Servus. Und ein herzliches Willkommen. Sie sind wunderschön. Ja, Max, du geiler Ficker. Ich hoffe, wir treffen uns später unter der Bühne. Auf jeden Fall. In Reihe 0. Bleib raus, wo ist dein Kleingeld? Metal! Metal! Ich kenne dich noch von YouTube. Können wir uns küssen, bitte? Alter, ihr Reuigen, Alter. Hey, Sven. Hey, mein Lieber, ich hab schon mal... Führen Sie es bitte anal ein! Hey, JTB! Vielen Dank! Das sieht echt krank aus, Alter. Als würden wir nicht in ein Konzert reingehen, sondern in einen absoluten Weltuntergang. Junge, das ist die Konzerthalle. Es ist einfach dunkel. Vorband ist zwar noch da, aber Junge, Alter! Ich meine, ich war hier das letzte Mal bei Justin Timberlake. Ich glaube, heute ist das ein bisschen anders. Ich war hier das letzte Mal bei Grönemeyer und Elton John und es war auch ein bisschen anders. Nein, wir sind fast dieselbe Kombi. Und bei den Backstreet Boys war ich ja auch. Fuck you, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo der Rest ist, aber das war auf jeden Fall das krankste Konzert meines Lebens. Oh mein Gott. Ich kann es nicht in Worte fassen, das war anders. Anders. Alter. Ey, Junge. 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 Alter. Ey, Alter. Ey, ey, nee. Ey, ich sag's dir so, wie es ist. Er kriegt jeden Cent. Jeden Cent, wenn er fährt. Nee, das ist ja nur Spritgeld und Verschleiß. Ne, es ist einfach dein Lohn. 17.000 Mann passen rein. Und, nee, es ist mir egal, Alter. Du gibst dem Chris nicht einen Cent. Du machst die ganze Arbeit, Alter. Der Verschleiß ist mir egal. Das ist dein Geld. Jungs, habt ihr noch was zu saufen? Ja, natürlich. Ich denke doch mit. Ey, warum ist das nicht auf? Du denkst offensichtlich nie mit. Du drecks dummer Schwein! Also ich hab ganz am Anfang angefangen und war am Ende der zweiten Reihe ganz in der Mitte. Der Mann ist tropfnass. Statement zum Konzert, Alter. Ja, ich sag mal, ich bin immerhin nicht so nass wie letztes Jahr in Lyon. Du kennst die Geschichte noch. Henry! Achso, du hast ja einuriniert. Ich sagte schon Row Zero. Einuriniert? Achso, ja. Ja, das, also ich, muss sagen, ich erinnere mich an dieses Einurinieren. 75 Minuten klingt sehr mager. Also ich hatte heute zwar keinen Grund, aber ich habe mir trotzdem aus Solidarität einuriniert. Wirklich? Ja, das ist schön. Es war geisteskrank. Also ich muss sagen, für 75 Minuten, ich bin fassungslos. Statement, Bre! Ich wurde noch nie so hart gefickt. Alter. Mein Beileid an diesen Mann. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wie ist es, 1000 Tage in einer festen Beziehung zu sein? Mir kann nicht das passieren, was er gesagt hat. Bier geht bei mir überhaupt nicht. Ohne Bier ist bei mir gar nichts drin. Ein paar letzte Worte für heute. Ohne Fleisch. Nee, mit Fleisch, ohne Salat. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gefühlt die Nacht nicht geschlafen. Bin massiv verkatert, mein Nacken, alles tut natürlich unfassbar weh. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ausführlich darauf eingegangen bin, aber das Konzert gestern, das war unfassbar. Die Stimmung wirklich vom ersten bis zum letzten Song war unfassbar bombastisch. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Geisteskrank.
Danke wirklich dafür. Die Leute waren noch extrem krass drauf, also von der Stimmung her, und ich wurde noch nie außerhalb einer eigenen Party so oft von Leuten angesprochen und nach Fotos gefragt und so, aber die waren alle ultra entspannt, also das war richtig, richtig angenehm. Es war jedes einzelne Gespräch, jede einzelne Begegnung war einfach nur ein Traum. Also Slipknot-Fans sind einfach die geilsten Menschen, Alter, ohne Scheiß. Und ja, jetzt geht's wieder nach Berlin. Es wurde sich gestern wirklich zu viel schon wieder genehmigt auf der Autobahnfahrt, aber so sind wir halt. Und Kiss ruft. Mann, ey. Was für ein Leben. Und morgen soll es auch schon wieder weitergehen nach dem Auschecken zu dem Festival. Mann, ey. Wirklich. Ich werde nie alt. Nee, Quatsch, ich bin ja schon alt. Harte Arbeit. Danke, Merkel! So, heute wird nicht wie ein Verblödeter gesoffen und nach Hause gefahren nach dem Konzert, sondern hier geblieben. Und zwar im Hotel Palace. Ich habe noch ein bisschen Rabatt bekommen. 260 Euro für eine Nacht. 5 Sterne vom Kudamm. Naja, beziehungsweise hinterm Kudamm besser gesagt. Ich bin immer gespannt. Die Flaggen sind schon mal sehr vielversprechend. Junge, dieses Hotel ist unfassbar riesig. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, das sieht ja schon mal, stabil aus. Oh ja. Ah, das ist, ja. Uiuiui. Das nenne ich mal ein Nest. Also, hier hat es auf jeden Fall heute jemand nicht so warm und hier hat es heute jemand sehr warm. Boah. Maschallah. Uiuiui. Stabiler Ausblick auf jeden Fall. Ich bin zum Glück ein großer Freund von Platanen. Aber so an sich, oh, das Geilste hier sind nur 21 Grad. Oh, ich liebe es. So wie es sich gehört, wird jetzt frisch rasiertes Spa aufgesucht. Ich muss dringend meinen Körper erholen lassen. Sonst sterbe ich bald. Oh ja. Wasserspringschale. Da bin ich ja mal gespannt. Hey, bin ich dumm? Achso, mit befeuchteten Handstellen soll man das reiben. Hä? Ich krieg das schon hin. Das hier ist definitiv Betrug. Herr Winkel, ich finde es sehr schön, dass Sie Ihr Projekt in die Tat umsetzen konnten. Mittagessen oben im KDW. Der gottverdammte Lifestyle. Oh ja. Oh. Ach, ich versuche wenigstens meinem Körper was zurückzugeben, wenn ich ihn schon immer wieder und wieder und wieder und wieder strapaziere und quäle. Schon 10 Minuten auf meinen Uber, weil der sich dreimal verfahren hat, der Mann. Dreimal! Ich komme nie an. Es ist schon 6:30, Alter. August, es tut mir wirklich leid. Und der Wahnsinn nimmt schon wieder seinen Lauf. Jetzt suche ich nur den August. Alter, es gibt einfach nie genug Konzerte. Es gibt einfach nicht genug Konzerte.
Hallo. Ja, auf jeden Fall haben wir noch Glück gehabt, dass wir sehr gute Karten bekommen haben. Ganz vorne. Mädel! Alter. Ich wusste ja, dass uns was erwartet, wettertechnisch. Aber das ist schon sehr wild. Ja, scheiße. Oh, Junge. Aber ich glaube, das wird die Nacht noch um einiges schlimmer. Also das Unwetter ist leider doch schon da, wie man sieht. Wartet, kommt bestimmt gleich nochmal. Also auch dieses Konzert war absolut überwältigend. Die Show war unfassbar gut. Habt ihr ja gesehen, auch wenn ich jetzt nicht so viel gefilmt habe, trotzdem Wahnsinn, Alter. Unfassbar gut, unfassbar gut. Also wenn ihr die Chance habt, noch eins der Konzerte zu besuchen auf deren letzten Tour, dann macht das unbedingt. Das Einzige, was jetzt nicht so geil ist, ist dieser Nachhauseweg, weil kein Uber meine Fahrt annimmt. Und ja, ist alles gerade nicht so einfach. Ich habe es noch ziemlich weit, über 6 Kilometer. Aber irgendwie fühlt es sich doch geil an. Gummo, 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 gummo. Oh, Alter, es ist ja krank. Es regnet ja ununterbrochen. Geht das überhaupt auf? Ja. Es regnet ja einfach nur noch. Mann, ey, heute ist dieses Festival. Und ich bin wirklich gespannt, ob das ins Wasser fällt. Weil eigentlich ist es ganz geil. Ich kümmere das auf jeden Fall mit an. Also, ja, ich muss mir noch den ganzen Tag im Prinzip irgendwie rumkriegen. Weil erst in 9,5 Stunden die Künstler sozusagen abgeholt werden vom Flughafen. Und bis dahin, ja, keine Ahnung. Mal gucken. Ah, ich liebe es hier, Alter. Dieses Eclair war so verdammt gut. Und jetzt mit etwas Edelmetall im Körper kann man sowieso den Tag viel besser genießen. Ach, das ist alles so geil. Oh, Junge. Boah. Das ist gute Leben, Alter. Und hoch auf den ungezügelten Konsum.
Immer real talk, während es draußen in Strömen regnet, habe ich schon wieder als Langzeitarbeitsloser ein ganzes Hartz IV verballert. Das ist der gottlose Lifestyle. So, der erste Mensch, der mir heute entgegentritt, ist der gute Axel. Der sieht wirklich um einiges erholter Mahlzeit. Aus. Mahlzeit! Wie geht's dir so, Bre? Mir geht's gut, wenn ich dich sehe. Wie diese Menschen sich einfach stundenlang in einer Parfümabteilung aufhalten, das ist so faszinierend. So, der fliegende Wechsel fand nun statt. Es war wunderschön mit den Fettwänsten und was erwartet mich heute eigentlich Schönes? Nichts. So, Grüße vom BER Terminal 1 und 2. Ich habe jetzt gerade noch die Einkäufe erledigt hier für die Bras. Die Rednecks werden hier gerade abgeholt aus dem Intercity Hotel vom Chris und vom Andy. Soll ich der Blanke holen? In diesem verdammten Rewe hier haben die einfach nicht mal Bier aus Flaschen, sondern nur Dosen. Und das gesamte Sortiment war gefühlt herrlich, wirklich. Also ihr seht ja heute, es ist wirklich super Wetter und die haben heute halt ein Festival mit den Rednecks, Mr. President, Venga Venga. Und ja, ich sag's mal so, Daumen drücken, dass da auch ein paar Leute erscheinen und die auch Spaß haben und der Regen in Müllrose, wo das Ganze stattfindet, nicht so stark wird. Ja. So, wir sind eingetroffen. Guten Abend. Ja, hi. Hi. Wie war die Fahrt? Ich weiß nicht, also es war sehr mystisch, aber auf jeden Fall, ja, kann man mal machen. Sollte man mal gemacht haben im Leben. Das ist wunderschön. So, wir haben jetzt die Bras hierher gebracht. Und wir sind am Arsch der Welt. Aber hörst du schon, Mr. President ist schon da. Freestyle. So geht das die ganze Zeit. Tupac war vorhin im Angebot. Und Eminem. Der Blick vom Zelt Backstage auf jeden Fall sehr vielversprechend. Statement? Das ist der Stress, der mich belastet. Der Backstage. Da hinten ist Mr. President. Das ist einfach nur wunderschön. Die Rednecks proben schon ihre Show. Es geht die ganze Zeit schon so, selbst im Auto. Da haben die Fingertänze gemacht. Na? Wie ist es? Scheinbar ist ja doch zu viel. Wenn es gefilmt wird, ist es ja wieder viel. Wenn die gefilmt wird, ist es ja nur ein kleines Schlückchen. Penn ja hier. Ach, du pennst hier, gut, okay. Ja. Fährst du mich nach Hause? Was? Natürlich. Das alkoholfreies Bier. Ja, ja. Haben wir doch schon mal eingeschissen. Ich hab Hunger aus und nehme ich mir das Leben bei dieser Party. Film auf Film, wie der Mann das ist. Danke. Darfst du auch eins nehmen? So, die erste Hälfte der Band ist im Hotel. Wie war der Abend so, Bre?